Hallo, liebe Sammler, kleines Konvolut. Habe ich vor einiger Zeit mal bekommen, möchte ich euch vorstellen. Es handelt sich hier um eine relativ vollständige Historie von eines Gefreiten bzw. auch eines Jägers. Seht ihr, zum Anfang war der Dienstgrad Jäger. Jägerbataillon 10 war die erste Station, ein Infanterie. Sturmabzeichen. Drehe ich mal um. Schönes authentisches Stück, getragen. Verleihungsdatum haben wir den 13.10.43. Die Erkennungsmarke dazu. Ich hoffe, die passt, weil ja, die Zahlen, die wir da drauf haben, die kann ich jetzt nicht wiederfinden in den Urkunden. Aber ich glaube, das ist auch normal. Gut, das EK2 ist leider ohne Hersteller, aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt 44 war das auch nichts Seltenes. Ist aber ein schönes Stück mit Alterspatina, geschlossenen Ring, der Kern klappert, schöne Kernschwärze, so wie es sein muss. Das Band ist etwas mitgenommen, aber authentisch. So, die Unterschrift von dem General ist Müller. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke mal, das passt alles. Man kann sicherlich im Internet die Historie dieses Grenadierregiments bzw. Jägerbataillons auch nachvollziehen. So, Also der eigentliche Höhepunkt dieses Konvoluts ist sicherlich die Nahkampfspange. Eine Nahkampfspange ist für alle irgendwo auch ein Highlight von einer Sammlung. Hier ein schönes kleines Konvolut. Der Besitznachweis oder Besitzurkunde, wie man das auch so schön benennt, ist so, wie es früher halt auch war. Man muss immer das Datum sehen, 4.11.44. Diese Urkunde ist wahrscheinlich auch im Feld ausgestellt worden. Man sieht hier auch noch gerade so diesen Stempel. Ein Oberleutnant hat diese Urkunde unterschrieben. Wir werden diese Unterschriften speziell von der Nahkampfspange auch nochmal groß machen. Ich muss sagen, die Nahkampfspange an sich hat noch etwas Bronzierung drauf, ne? Das Plättchen fehlt, aber sie wurde auch mal repariert. Also an der Nadel sieht man, dort wurde sie mal repariert. Ja, es sieht auf alle Fälle authentisch aus, aus der Zeit. Einen Hersteller haben wir nicht drauf, aber es ist wie gesagt eine reparierte Nahkampfspange. Man sieht auch in dem Bereich, wo man gelötet hat, ist die Bronzierung fast wie runtergebrannt, aber ein authentisches Stück und keine Kopie. Das ist für mich ausschlaggebend. Und wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg wurde sie auch getragen. Und das ist für mich immer so ein bisschen sammelnswerter, als wenn ich irgendwelche Stücke habe, die wirklich mint oder wie neu aussehen. Ja, da habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Gerade bei diesen Auszeichnungen, die auch vom Soldaten getragen werden. Wie gesagt, das EK2, das wurde meistens nur den Tag der Verleihung irgendwo getragen. Und dann später ist es eh in irgendeiner Schachtel oder Hosentasche oder was weiß ich gewandert. Und dann wurde ja in der Regel nur das Band getragen. Gut, mehr möchte ich gar nicht groß erzählen. Ich mache, wie gesagt, noch ein paar Fotos. Ich drehe mal noch diese Erkennungsmarke um. Ja, so wie sie sein muss. Aus Aluminium ist die. Das EK, habe ich das schon umgedreht? Weiß ich gar nicht. Ja. Und ansonsten kommen noch ein paar große Fotos bzw. genaue Fotos von den Auszeichnungen und von den Unterschriften der Urkunden. Das soll es gewesen sein und tschüss.